Geschichte. Ja, meine Damen und Herren, es wird noch gerätselt und rangiert. An dieser Stelle möchte ich einmal an letztes Jahr erinnern, Johannes Pedersen. Ich habe dich gebeten, heute hier zu sein. Du bekommst dieses Jahr genau wie der Sieger, die Siegerstute, ein Bild von diesem Tage, beziehungsweise in den Zorn, werden die Bilder ja dann gefertigt, noch ein Bild von deiner Elektra, der Siegerstute des letzten Jahres. Hannes, kommst du bitte einmal in die Mitte und holst dir dein Bild ab. Das wäre sehr nett. Thank you.
gefallen. So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir den Höhepunkt hier des Tages, der Stundeneintragung in Behrendorf, Köbitzer, Nordfriesland. Ich kann noch einmal wiederholen, ein hervorragender Jahrgang in diesem Jahr hier zur Stundeneintragung mit 14 Intrinkstuten, von denen sich 12 zur Teilnahme an der Verbandsstudentschau im Juni in Enzhorn am 7. und 8. Juni in Enzhorn qualifiziert haben. Das ist überragend, 12 Stunden aus dem Kürbezirk Nordfriesland. Jetzt werden wir das so machen, dass wir 5 Stuten rangiert haben. Und mit diesen Stuten fangen wir jetzt mal an, und zwar auf Platz 5. In diesem Jahr bei der Stundeneintragung die Programmnummer 13. Bitte die 13 einmal die Mitte oder hier vorne Aufstellung nehmen. 13, das ist die Stute Fariella, eine Cartoon-Tochter aus einer Dream of Glory, Linaro Cordelabria Mutter. Karl-Heinz Hansen aus Jöhl ist der Züchter und Besitzer. Eine Stute, die mit 1,70 und im großen Rahmen steht, ein hervorragendes Standbild abgegeben hat, weil sie perfekt im Körper konstruiert ist, korrekt, eine sehr gute Aufteilung und auch in den drei Grundgangarten ausgesprochen gut überzeugen konnte. Mit Höhepunkten im Trab und Galopp, überragende Darstellung auch hier auf dem Hindring, hier im Schritt. Die Anpaarung, ja, etwas auf Dressurbetonung. Der Holsteiner Hengst Cartoon hier an den Donnerhalsohn Dream of Glory, dann Linaro aus dem Kampf 1525, der ja bei Karl-Heinz Hansen zu Hause ist und schon einige Erfolgspferde aufgebracht hat. Somit eine sehr typvolle Bewegung starte Stute hier in diesem Jahr auf Platz 5. Herzlichen Glückwunsch. Und es gibt Geldpreise der Husumer Volksbank. Einen solchen hat Karl-Heinz Hansen in Empfang genommen. Platz 4 in diesem Jahr, die Programmnummer 42. 42 ist die Stute Fürstendame, hört sich schon sehr gut an. Eine Totilas-Tochter aus einer Dolani Lutano Caletto II-Mutter. Peter Estelten aus Tinnung ist der Züchter und Sibylle Estelten, die Tochter aus Sylt oder Sylt-Ost, die Besitzerin dieser Totilas-Stute, die sich ja hervorragend entwickelt hat. Wir haben diese Stute im Winter im Stutentest in Lürschau gehabt. Sie hat sie dort schon einmal vorgestellt und war nicht so ganz zufrieden. Dann haben wir gesagt, ja, es lohnt sich, die Stute nochmal in Behrendorf vorzustellen. Die Rechnung ist auch voll aufgegangen. Schon im Stutentest mit 8,4 bewertet. Diese Stute mit 1,65 in guter Größe für eine Dreijährige, auch gut im Rahmen. Sie ist ja erst im Juni geboren, also noch voll in der Entwicklung, schon sehr, sehr typvoll sich darstellen. Diese Stute mit 3 hervorragenden Grundgangarten, fleißiger Schritt, mit guter Übersetzung, immer auf dem Hinterfuß, also kann Last aufnehmen. Ein Sportler geht und durch und wie gesagt, mit 8,4 hat sie das auch im Stutentest unter Beweis gestellt. Also Totilas doch mit einigen Highlights jetzt in Holstein vertreten. Wir hatten ja im Herbst schon einen gekürten Sohn und jetzt hier
auch eine hervorragende Stute. Herzlichen Glückwunsch an Peter und Sibylle Estes. So, auch hier gibt es einen Geldpreis der Volksbank Husum und die Richter fordert der Junkelmann, hat sich bemüht, die Schleife anzubringen. War nicht so einfach. Dann haben wir auf Platz 3 zweite Reservesiegerin in diesem Jahr hier in Nordfriesland, die Programmnummer 43. 43 ist eine Oviko-Tochter mit dem Namen For You See. Oriko, der Vater, mütterlicherseits Carpaccio, Lucky Lionel Fernando, Züchter und Besitzer Carsten Henningsen von, oder der Haltung von Alderschule, ich sage es aus Randrum. Diese Stute war ja als Fohlen schon ein Spitzenfohlen hier im Kürbezirk Nordfriesland. Auch so hat sie sich weiterentwickelt. In gutem Rahmen stehen diese Stute sehr edel und ausdrucksvoll geprägt mit schönen großen Partien. Sie könnte vielleicht noch etwas mehr Brustgelenk haben, dann wäre sie noch perfekter. Aber diese Stute in der Bewegung, die ganze Sportlichkeit kommt zum Ausdruck, auch hier mit Höhepunkt im Trab und Galopp. Auch diese Stute bereits leistungsgeprüft aus dem bekannten Stamm 2004. Der ja in Holstein immer wieder auffällig ist mit guten Pferden. Herzlichen Glückwunsch an Carsten Henningsen aus Randhof. So, und auf Platz 2 haben wir die Programmnummer 19. Das ist die Stute Fein, oder Fein, ja. Eine Tochter des Ängstes Klasse. Aus einer Cascavel-Banaul-Roman-Mutter, Züchter und Besitzer ist Hans-Nico Petersen aus Behrendorf. Eine Stute, die sicherlich ein Highlight des Tages heute ist, auch wenn sie jetzt im Typ vielleicht nicht ganz den allerletzten Ausdruck zeigen kann, aber bei der Einzelvorstellung schon überragend in der Gesamtdarstellung wie ein Standbild mit allen Attributen einer klassischen Holsteiner Zucht- und Sportstute mit Top-Oberlinie, korrekt in allem und eben in allen drei Grundgangarten überragend, immer sachlich, ganz klar im Kopf diese Stute bei allen Vorstellungen, auch in der Rittigkeit überragend, schon durch eine ganz hervorragende Stutenprüfung, die sie hier in Behrendorf abgelegt hat. Also hier ein Top-Modell mit sehr viel Kraft auch aus dem Rücken kommen, also so wie wir es uns wünschen, aus dem Stamm 2495, ebenfalls ein erfolgreicher Stundenstamm mit vielen hervorragenden Pferden, schon Sportpferden auch hier in der Holsteiner Zucht. Herzlichen Glückwunsch an Hans-Nico Petersen aus Behrendorf. So, nun kommen wir zur Siegerin, der ist die typvollste in diesem Jahr, das ist die Programmnummer 29, die Stute Fahrer. Fahrer, eine Cormin-Tochter aus einer Clavivo Literat Rolling Stone Mutter, Züchterbesitzer ist Hauke Petersen aus Horstedt-Feld. Diese Stute überzeugte schon bei der Einzelvorstellung in der Halle durch einen herrlichen Typ, sicher im mittleren Rahmen stehend, aber ganz viel Ausdruck, Adel, Korrektheit, Sportlichkeit mit drei überragenden Grundgangarten, mit einem Höhepunkt im Galopp, hier mit einer 9 bewertet wurde, also hier zur besten Darstellung mit des Tages gehörte. Insgesamt kommt die Stute auf eine hohe Notensumme und überzeugte hier auch auf dem Endring
durch ihren hervorragenden Kit, auch allein schon durch die schwarz-braune Jacke, sehr ausdrucksvoll hier geprägt, diese Spielkinder, den Vater Corbin und den uns allen bekannten Clarimo und den einzigen Siegerliterat, der hier sicher auch noch seinen Anteil an dem Bewegungspotenzial dieser Stute mitgegeben hat. Also ein tolles Modell. Wir gratulieren ganz herzlich Hauke Petersen, der hier den Ehrenpreis der Volksbank Büsum und der VTV R&V Agentur Alexander Kuschel, die allseits bekannte Kuscheldecke hier, für die Siegerstute. Herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt kommen wir zu den Stuten, die wir nicht in der Rangierung haben und beginnen jetzt nach Reihenfolge der Vorstellung, bitten kurz hier Aufstellung zu nehmen, die Programm Nummer 6. Programm Nummer 6, das ist die Stute 11 von Tessa. Die hat es jetzt am Ende nicht ganz gereicht, um mitzukommen zur Elite-Schau nach Elmshorn. Trotzdem eine der Spitzenstuten hier im Köpitzell, Cataro, die Dapple Revell Corrado Contender, Züchter Dr. Christian Schwingshandel aus Österreich und Besitzer die Zuchtgemeinschaft Röhren aus Witzung von der Insel Föhr. Stute mit 1,65 in gutem Rahmen, deutlicher Rechteck, ausdrucksvoll, etwas lang in der Oberlinie. In den Bewegungsdarstellungen hätten wir uns gerade im Schritt und Trab noch etwas mehr noch an Übersetzung gewünscht, im Galopp sehr sportlich und dies hat sie auch in der Stutenprüfung in Lürschau schon unter Beweis gestellt. Am Ende 51 Punkte, herzlichen Glückwunsch an die Zuchtgemeinschaft Röhren. Es folgt die Programm Nummer 28. 28 ist die Fair Lady, eine Cormit-Tochter aus einer Lennon-Athlet-Legusta-Mutter. Züchter und Besitzer ist die Zuchtgemeinschaft Lass GBR aus Leck. Diese Stute hat sich als sehr ausdrucksvoll hier dargestellt, vom Vater geprägt, edeltypvoll, guter Rahmen, auch hier das Rechteck erkennbar. Im Schritt zunächst etwas spannend, das verbesserte sich. Im Trab überragend, mit viel Aktionen und sehr guter Tragkraft hier bei dieser Stute. Somit sehen wir sie wieder bei der Schau am 8. Juli in Elmshorn. Herzlichen Glückwunsch an Familie Lass. Es folgt die Programm Nummer 9. Das ist die F. Cassina. Eine Cassini 1-Tochter, Accord 2 Corrado Brandyman. Karl-Heinz Markussen aus Hochwiel ist der Züchter. Auch diese Stute im mittleren Rahmen stehend, aber macht sich sehr groß und eine sehr edle, typvolle Cassini-Tochter mit viel Ausdruck, sehr korrekt im Körper und überragend in den Bewegungsabläufen, auch hier im Trab und Galopp, ganz sportlich und mit großer Übersetzung auf diese Stute schon eine sehr gute Prüfung hier in Behrendorf abgelegt. Herzlichen Glückwunsch, wir sehen die Stute ebenfalls in Elmshorn wieder. So, dann kommen wir zur Programm Nummer 13. Hatten wir bereits, wir kommen dann zur 24. So, das ist richtig. 24 ist eine Connor-Tochter mit dem Namen Fee. Cassini 2 La Capo Vollivice. Die Abstammung ist klassisch für die Zuchtgemeinschaft Paulsen im Innenstehen. Hauke Paulsen im Innenstehen. Der Aussteller heute auf diese Stute in idealem Rahmen. Herrlicher Typ, gute Oberlinie. Sportlichkeit auch hier und heute erkennbar. Auch diese Stute mit 8,4 schon eine hervorragende Stutenprüfung mit großer Springbegabung. Aber auch hier Tragkraft im Trab und Galopp sehr gut
dargestellt. Herzlichen Glückwunsch aus dem Stamm 1223. Ja, viele Erfolgspferde bei Familie Paulsen hervorgegangen. Herzlichen Glückwunsch. So, hoffentlich noch mal gut gegangen. So, noch mal gut gegangen. So, die Stute mit der 24 kann dann wieder einrücken. Die 44, das ist die Orico-Tochter Farina W. aus einer Kapitol 1 Fernando Frivol Mutter. Züchter ist Stefan Wieck und Besitzer die Zuchtgemeinschaft Wieck Schwander aus Witzwort. Hier sehr großrahmige Stute, die dabei aber harmonisch geblieben ist, ausdrucksvoll im Körper sehr viel Kraft in der Bewegung entwickeln, sehr groß werden und überragend Übersetzung im Trab und Galopp. Aus dem Stamm 71-26, der vor allen Dingen über die Hengste Akkord, Akrobat und viele auch internationale Sportpferde Furore gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch an Stefan Wieck. Dann die 38. Das ist Fit for Jump. Hat schon den richtigen Namen erhalten. Von Numero Uno, Caretino Alcatraz Sacramento Song. Züchterbesitzer Klaus-Heinrich Petersen aus Arendiel. Auch diese Stute mit 8,6 schon ein Spitzenergebnis in der Stutenprüfung. Dabei sehr modern, hier über Numero Uno und Caretino geprägt, sportlich, energisch, auch hervorragenden Schritt und überragenden Galopp. Hier die ganze Sportlichkeit dieses Stammes 67-86, der bei Klaus-Heinrich Petersen ja schon viele Erfolgspferde gebracht hat. Herzlichen Glückwunsch. So, dann haben wir die 67. 67 ist eine Stute aus dem Nachtrag. Hier haben wir sie. Numero Uno Diarado Carpaccio, Züchterbesitzer ist Harald Andresen. Auch diese Stute mit 1,68, guter Rahmen, sehr kompakt konstruiert, mit guter Bemuskelung, auch gerade in der Oberlinie. Daraus kann sie auch Kraft schöpfen in der Bewegung, mit sehr guten Abläufen, Sportler durch und durch. Hier die Mutter, ja schon hier im Körbezirk vorne gewesen und war ja über dreijährig unsere Ausstellungsstute durch hohe Rittigkeitswerte auffällig, diese Diarado-Tochter. Herzlichen Glückwunsch an Harald Andresen aus Ehrendorf. Auch diese Stute sehen wir in Enzhorn bei der Elite-Stutenschau. Dann kommen wir zur 25. So, jetzt haben wir die 25, das ist Finesse, eine Connor-Tochter, Cassini 1 Lipus Cicero, Heinrich Klausen aus Horstedt ist der Züchter und Rainer Klausen aus Horstedt der Aussteller. Die hat es jetzt am Ende nicht ganz gereicht, diese Stute trotzdem zur Spitze gehören, auch sie klassische Holsteiner Stute, in gutem Format, korrekt im Fundament, sportlich im ganzen Auftritt, ist bei ihr auch jetzt bei 51 Punkten geblieben. Herzlichen Glückwunsch aber an Rainer Klausen aus Horstedt. So, dann haben wir noch die auswärtige 13. Und dann müssen wir eigentlich alle haben. Auswärtige 13, das ist die Stute Frieda, eine Cascadello-Tochter, Lord Calando Corso Sacramento Song, Winfried Bechle aus Freiburg-Munzing ist der Züchter
Und diese Stute hat sich mit 53 Punkten qualifiziert, mit großem Rahmen, mit 1,68, sehr guter Ausdruck hier, eine gute Aufteilung im Körper, besonders auffällig die gute Lage der Schulter, groß angelegt und dadurch auch in der Bewegung diese große Übersetzung, die sie entfalten konnte, das war sehr überzeugend. Aus dem Stamm 1298, Lordstamm, ein bekannt, viele Erfolgspferde daraus hervorgegangen. Herzlichen Glückwunsch an Winfried Bechler. Auch diese Stute sehen wir dann am 8. Juni in Enzhorn wieder. So, meine Damen und Herren, das war nun im Schnelldurchgang der komplette Spitzenjahrgang. Also 12 Stuten dabei. 5 haben wir hier rangiert. Die sind noch in der Bahn. Die anderen dürfen jetzt mit den Schritten Bahn verlassen. Kommen Sie alle gut nach Hause und wie gesagt, dann sehen wir uns alle gesund und munter, hoffe ich jedenfalls im Juli in Enzhorn mit diesem Stute wieder. Und wir bitten dann die Stuten, die 5, nochmal in die Mitte zu kommen, damit wir mit Platz 5 beginnend noch eine Abschiedsrunde hier zeigen können. Dazu geben die Peitschenhelfer noch mal etwas Unterstützung. Und wir beginnen dann gleich mit der Programm Nummer 13. 13, das ist die Katu-Tochter. Cariella, Katu Dream of Glory Linaro, Karl-Heinz Hansen aus Jöhl ist der Züchter und Aussteller und stellt sie jetzt hier auch selbst vor.